Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Random Wednesday. Heute mit der Miss Nerd Girl. Hallöchen! Und wir spielen Toki den Kiwami Nasi Goreng oder so. ich habe keine Ahnung, ob wir das zu zweit spielen können oder nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und was steht da? Was steht da? Ich kann es besser lesen, aber es ist sehr komisch. Also ich würde jetzt sagen, es steht da SP Introductory Demo. Oh, okay. Ja gut, dann nehmen wir doch einmal die SP Introduction. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es Splintro. 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 Spintro. Oh. Und das Spintro. Also ja, dementsprechend, ich finde es gerade auch etwas komisch. Das hat auch nichts mit nicht lesen zu können. Okay, das beruhigt mich ungemein. Special Missions. Guck mal kurz mal, New Game. Continue. Nee. Warte, was steht denn da unten? Steht da irgendwas von Spy Player? You can, okay, special missions only available in the demo visions. Okay. Na egal, komm, wir machen jetzt einmal das hier. New Game. Dann rede ich einfach noch ein bisschen mit dir. Klar. Wir können auch gleich mal den Controller tauschen. Ach, guck mal, Charakterstellung. Oh, etwas, was wir schon kennen. Also. Ich liebe Charaktererstellung. Okay, Slayer. Nee, komm, der... Wir nehmen den mal. Du hast doch sicher einen guten Namen für den. Ja, jetzt auf Anhieb total, weil okay, ich sehr dann, kreativ bin. Moment, ist das Name und Vorname? Nee, nur ein normaler Name. Okay, dann nennen wir ihn Bob. Okay, nennen wir Bob. Ist aber typisch japanischer nicht Name. Hubert oder sowas. Hubert klingt auch gut, aber nein, wir nennen ihn einfach mal Bob. Das ist so ein typischer japanischer Name. Der muss auch noch typisch japanisch aussehen. Ach, das war ein Mann. Ich habe ihn für eine Frau gehalten. Wir können ihn auch zu einer Frau umwandeln. Ja, das ist mir schon klar, aber ich habe ihn von Anfang an für einen Mann gehalten, für eine Frau gehalten. Interessante Haarstile. Ja, total männlich vor allem. Ja, das ist so typisch japanisch halt, ne? Ja, klar. Haarfarbe. Oh, ganz Farbpalette zur Verfügung. So, typisch japanisch halt, ne? Ja. Oh ja, sieht noch männlicher aus. Was ist das? Ach, das ist die Hautfarbe. Komm, wir machen ihn weiß. Richtig weiß. So. Was ist das? Die Stimme. Das wäre ziemlich hilfreich, wenn man das hören würde. Ja. Ach, Play Voice. Okay, das macht keinen Unterschied. Okay. Wollte gerade sagen. Weapons. Ich mag zwei Waffen. Und yes. Yes. Ich habe keine Ahnung, ob das ein gutes Spiel wird oder ein beschissenes Spiel, aber das werden wir gleich sehen. Dafür gibt es den Random Wednesday, also. Ja, und diesmal sogar richtig geschrieben. Ja, traurigerweise habe ich Random. Satte zweimal mit E geschrieben. Das passiert. Das ist mir dann irgendwann nach dem Hochladen ist mir das aufgefallen. Ich so, Random sieht irgendwie komisch aus. Ach du Scheiße, du hast das mit E geschrieben. Gott, verdammt. Naja, man mag es mir verzeihen. Ich drücke jetzt mal das Intro weiter, das dauert mir zu lange. Wir wollen ja was vom Spiel sehen, keine Intros, ne? Ich finde es etwas irritierend, dass ich mit Start überhaupt kein bisschen weiterkomme, beziehungsweise mit der Optionstaste, sondern nur mit dem Touchscreen. Okay, mit dem Touchpad, also mit Touchpad ist das, kann ich nur Start drücken. Das ist irgendwie komisch. Na, haben sie es da anders eingebaut als üblich. Okay, das sieht schon mal besser aus als dieser Dynasty Warriors Verschnitt, den wir letztens gesehen haben. Aber. Vor allem wirst du ja, okay, wir haben das Intro ja jetzt übersprungen, aber irgendwie gefühlt direkt in einen Kampf reingeworfen. Ja, auf jeden Fall besserer Kampf als der komische Gehacke vom letzten Mal. Das stimmt. Ich meine, hast du dir das Video angeguckt? Ja, habe ich. Wie fandest du es? Es war sehr, also es war so für mich typisch Japano-Spiel. Okay. Also von der Grafik und so, obwohl es wirklich sehr, sehr schlecht für die von der Grafik her war. Also ich fand echt, das sah aus wie ein PlayStation 2-Stil. Ja, das stimmt also auch. Und, aber irgendwie, dadurch, dass es auch so viel geschnitten hat, merkte man, irgendwie ist auch nichts Besonderes in dem Spiel passiert. Du bist nur rumgelaufen und dann kamen vielleicht mal Horden auf dich zugelaufen. Und, ja. Hier einen Gegner töten, da einen Gegner töten.
Aber dann auch noch so Low-Bobs an Gegnern, ne? Oh ja, das war so ätzend nervend. Ah, man kann visieren, das ist gut. Ich hab's keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber man kann visieren. So, jetzt haben wir hier noch jemand Drittes am Start, der kommentieren will. Ja, anscheinend. Die liebe kleine Shiva, ich wollte schon Chito sagen. Ja, eine Katze von mir. Die liebt Videos. Und da ich ja gerade nicht spielen kann, dann verwöhne ich die Kleine jetzt einfach ein bisschen. Während das klingt irgendwie falsch. Ich streichle sie. Oh, das hört sich genauso falsch an. Ich schmuse mit ihr. Weil meine Stimme ist dadurch ja jetzt nicht... Nicht beeinträchtigt. Ja. Falls ihr euch wundert, dass wir uns heute etwas besser anhören als sonst, das liegt an den neuen tollen Mikrofonen, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe von meinen lieben Freunden. Die haben alle zusammengelegt, um mir mal ein anständiges Mikrofon zu kaufen und zu schenken zum Geburtstag. Das dauert noch ein halbes Jahr. Ja. Weil sie meine ätzende Stimme nicht mehr tragen konnten. Ja, es gibt ja noch eine neue, weitere Info. Also am Mittwoch wird schon was her sein, aber der Wizard hat heute auch Geburtstag. Ja. Wir nehmen das Ganze ja am Sonntag auf, den 15. Mai. Und da hatte ich dann wirklich mal Geburtstag. Richtig toll. So einmal im Jahr. Ja. So ganz überraschend kam der. Ja, also vorgestern hatte ich schon gar nicht damit gerechnet, dass ich noch Geburtstag habe. Aber ja, dann war es dann plötzlich zu weit. So einfach, zack, war da. Ja. Kamen alle auf einmal mit Geschenken rum und die Wohnung war auf mysteriöse Weise geschmückt. Oh ja, das war sowieso überraschend. Mein liebes Schwesterherzchen hat ja einen Schlüssel von meiner Wohnung und ich sag schon so, ja, mach schon mal die Tür auf, ne, könnt schon mal die Leute hoch und die so, nö, ich hab keinen Schlüssel, nö, hab ich dabei. Ja, ein paar Stunden vorher war es dann bei mir ordentlich schmücken, wo ich gerade nicht da war. Also schon ordentlich. Ja, ich drücke hier gerade den ganzen Text weiter, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Wir wollen jetzt das Spiel sehen. Und also wir haben schon gesehen, es gibt nette Kampfeinlagen in dem Spiel. Das finde ich schon ganz... Eigentlich ist das Spiel gar nicht so kacke. Also man muss aber jetzt mal unwitz sagen, die Optik sieht ganz interessant aus dafür, dass wir den Charakter eigentlich schon von Anfang an so verarscht haben mit den grünen Haaren, ne? Ja, also die Optik scheint echt... Also die Grafik ist gut. Also sehr klar. Ja, das auch klare Konturen. Vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr abgehakt, wenn ich so jetzt in die rechte hintere Ecke gucke, dieser... Blockofen, was auch immer das sein soll, sieht ein bisschen sehr kantig aus, aber Blockofen? So. Meinst du rechts das Ding da? Ja, rechts im Hintergrund. Ach so, das Ding, ja. Ja, stimmt, das sieht ein bisschen quadratisch aus, aber ja, naja. Aber das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. An sich, grafisch sieht das echt gut aus. Ja. Ist halt anscheinend echt so ein richtiges Rollenspiel, so wenn man die Spracheinlagen sieht. Ja, ich denke eigentlich auch. Wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, empfehle ich euch, schaut euch das Spiel selber mal an. Wir sind jetzt nur hier, um euch einen kleinen Einblick zu gewähren. Die Story will ich ja nicht spoilern. Das muss nicht sein. Vielleicht werde ich auch ein paar kleine Szenen rausschneiden. Mal gucken. Je nachdem, wie wir hier vorankommen. Und ja, ihr sollt auf jeden Fall ein bisschen was vom Spiel erleben. Und wie Miss Nerdgirl schon sagt, Rollenspiel-like auf jeden Fall. Gerade der coole Kampf. Hier kann man anscheinend Waffen kaufen, wie es aussieht. Oder nicht? Die Charaktermodelle sehen ganz hübsch aus. Comment Center, okay. Missions. Ah! Okay, das erinnert mich an. Sag, wie heißt es nochmal gleich? Ich kenne nicht viele Rollenspiele. Gab so Gameboy, so ein Final Fantasy Ableger, wo du so Missionen abholen musstest immer. Ich habe nur Pokémon auf dem Gameboy gespielt. Kann ich nicht mitreden. Okay. Ja, aber manche wissen vielleicht, was ich meine. Aber und Super Mario. Das ist ja kein Rollenspiel. Eben, obwohl, aber Paper Mario ist ein Rollenspiel wiederum. Ich habe nur das 0815. Hast du mal Paper Mario hast du nicht gespielt? Nee. Oh, das empfehle ich dir. Paper Mario ist toll. Aber was noch viel besser war, was vielleicht viele gar nicht kennen, ist Super Mario RPG. Gab es früher für Super Nintendo, heute auf der Virtual Console für die Wii U. Ist ein unglaublich gutes Rollenspiel von den Machern von Final Fantasy 1 bis, ja, 1 bis 8, glaube ich, waren das damals die Leute. Oh, komm, ich gebe dir jetzt mal den Controller. Ah, ja, klar. Probier du mal.
Also Viereck angreifen, okay? Mhm. Mit Dreieck auch. Und mit Kreis kannst du so Special Move machen. Ich metzel einfach mal erstmal drauf los. Du weißt, wie unwissend ich bei Spielen bin. Wobei die Steuerung jetzt echt nicht so schwer zu sein scheint. Also das kriege ich noch hin, Viereck zu drücken. Ich denke eigentlich auch, die Steuerung ist relativ simpel und die Kämpfe werden am Anfang auch sehr simpel sein. Ich denke mir, das wird sich später dann verändern vom Spielverlauf, dass man dann bessere Waffen kaufen muss, bessere Rüstung, also so wirklich rollenspielmäßig, dass du dann überhaupt noch ankommst gegen die Gegner. Mhm. Nur die Zieloptik finde ich ein bisschen doof. Ich habe das gerade durch Zufall herausbekommen. Ich laufe eigentlich nur drauf zu und schlag drauf. Ich glaube, ich verwunde auch eher meine Kumpanin da als meinen Gegner. Sie heilt mich, das ist nett. Oh, cool. Dafür, dass du ihr voll den Arsch aufgerissen hast? Ja. Ah. Vorsicht! Mit dem rechten Joystick kannst du die Kamera drehen übrigens. Okay. Du kannst ein bisschen Übersicht wiederholen. Aber die dauert zu lange. Ja, die ist ein bisschen langsam. Aber Bob schlägt sie schon ziemlich gut, ne? Ja, wie gesagt, Viereck drücken, einfach irgendwie drauf gehen und Viereck drücken schaffe ich. Kann man irgendwie auch laufen? Meinst du richtig rennen? Habe ich noch nicht herausgefunden. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist sein Höchsttempo. Ah, super. Der ist unglaublich schnell. Oh ja, der hat's echt drauf. Ah, was ist das? Das versuche ich gerade herauszufinden. X. Ah, wow. Ein Heilungsstein oder sowas. Okay. Also ich sag mal ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der Typ für diese extremen Japano-Rollenspiele. Also so Final Fantasy auf jeden Fall. Aber das ist mir dann noch ein bisschen zu japanisch. Aber an sich sieht es nicht übel aus. Nee, ich habe ja gerade auch mal ein bisschen die Umgebung angeguckt. Also, ach, ich liebe Kirschblütenbäume. Okay, da komme ich noch gar nicht lang. Vorbei? Ach, nö, schade. Nicht. Ich habe gedacht, ich kann das Spiel jetzt austricksen. Erstmal Kamera. Ich muss beides getrennt machen. Sorry, Leute. So. Du bist nicht so für 3D-Spiele, machst du nicht so, ne? Du bist eher die 2D, oder? Ja, Strategie. Also, Strategie hat es mal erzählt, machst du auch, ne? Strategie, nein. Point-and-Click-Adventures. Point-and-Click, Entschuldigung. Und das ist halt auch immer, also meistens bist du dann dabei, erstmal, also einzeln zu steuern. Also mittlerweile gewöhne ich mich langsam so dran, dass ich das Blickfeld auch machen kann, aber das muss ich dann meistens vorher einstellen. Immer so separat. Erstmal Blickfeld und dann kann ich laufen. Okay. Der geht auch nicht so richtig voran auf die Gegner so. Das ist aber gerade irgendwie gefühlt auch nur irgendwie Low-Bob-Kämpfe. Ja, die fallen ein bisschen. Komm ich irgendwie nicht noch ganz weiter? So, nicht ganz so schlimm wie beim anderen auf jeden Fall. Ja, ich hab ja schon den Namen vergessen von den anderen Spielen. Das war aber nur... Ich auch. Schrott. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich glaube, Moment, bei What the Fail, genau, What the Fail Part 2, da hatte ich es gespielt. Nur kurz angespielt natürlich und es war furchtbar. Na, mach du mal weiter, ist ja nur noch einer. Ah, es geht weiter. Tot. Irgendwas Mysteriöses. Wie kann man weiter drücken? Den Touchpad. Ah, Touchpad war es ja, ne? Leaving Battlefield in 22 seconds. Okay. Ah, da. Kann ich jetzt da raus oder wo muss ich hin? Probier's. Nö. Mir fällt da ich jetzt gerade auch nicht mitlese, was sie erzählt, hätte ja ein Hinweis sein können dazu. Ich guck mal auf die Karte. Also mir ist persönlich der Untertitel viel zu klein. Der was? Der Untertitel ist mir viel zu klein. Ich konnte... Ah, okay. Mission... Accomplished oder sowas. Accomplished, ja. Leider ist. Also, ich kann ja relativ gut Englisch, aber manche Wörter sind mir total Spanisch. Ja, scheint beendet zu sein. Okay, super. Next. Tenacious Claw. Ein paar schöne Dinge freigeschaltet. Ja, das ist doch schon mal was. Jede Menge Zeug sogar. Guck ja. Mal, das ist ziemlich viel gefunden. Oder auch du, geht ja beides. Store all and continue. Ja, ich nehme einfach alles ja, mit. Ja, Mitama. Mir fällt gerade auf, ich habe noch
Ist das der Wind oder sind das Kinder draußen? Kinder und Wind. Ach so. Beides. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht im Mikrofon. Da bin ich aber gespannt, wie gut der Popschutz funktioniert. Weil draußen ist ganz schön Radau. Bin ich gespannt. Ich reiche den Controller mal wieder zurück. Okay. I don't know. Nein, ich kann kein Japanisch, ich Vollpfosten. Schnupp, 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 schnupp. Okay, ja, ein Text. Ja, ja, Sir. Einfach mal zustimmen, ist immer gut. Ja, ups, ich hab glaube ich was anderes gedrückt. Ist egal, einfach weiter. So, also ich glaube ehrlich gesagt, es gibt jetzt gar nicht mehr so viel zu sehen bei den Spielen. Die Missionen werden sich ein bisschen wiederholen. Sollen wir noch eine Mission machen, oder hast du? Oder? Ja, eine. Ja, wollen wir noch eine? Ja, ich bin die ganze Zeit überlegen, was ist, sind das rote Fühler da, die der am Kopf hängen hat? Sieht ganz aus, als hätte Hörner oder so. Ich denke, das gehört zur Rüstung. Das wird so ein Stirnband sein mit so Fühlern oder sowas. Okay. Oder einfach Essstäbchen, die er sich ins Haar gesteckt hat. Oder das, damit er ein bisschen männlicher rüberkommt. Ja, noch männlicher als ohnehin schon. Ja. Okay, anscheinend gibt es da keine Missionen mehr. Oh, okay. Okay, du hast. Bist irgendwo richtig hingegangen anscheinend. Irgendwo bin ich richtig hingegangen, oder falsch? Ich weiß es nicht. Ach, okay, du bist noch rausgegangen. Ich verlasse den Club. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Leben. Oh, hi, Tier. Hi. Hi. Oh, ich wollte dich gar nicht anquatschen. Oh, ich kann den Untertitel immer noch nicht lesen. Ich brauche mal einen neuen Fernseher. Also entweder brauche ich einen neuen Fernseher, der wesentlich größer ist, weil ich sitze schon relativ weit weg. Wie viele Meter sind das Entfernung? 2 bis 2,5 würde ich schätzen. Nur? Okay, ich schätze das immer als 5 Meter ein, mindestens. Echt? Nee, also ja. Guck mal, die bis zur Decke sind es 3 Meter und okay. Das na okay, da hast du also recht, maximal 3 sind wir vom Fernseher entfernt. Ich hätte trotzdem einen größeren Fernseher gerne, weil irgendwie... Kann ich verstehen. Mit solchen kleinen Untertiteln kann ich kaum noch was anfangen. Die Antworten kann ich lesen, aber das, was unten in der Textblase steht, das kann ich nicht mehr entziffern. Das wird zu klein. Mir ist ja schon Fallout teilweise zu klein, aber das geht ein bisschen zu weit. Ja, nö, ja. Aber was ich auch sagen muss, die Charakter finde ich echt süß. Also wenn du mit denen sprichst und da diese kleine Zeichnung ist, die sind auch echt süß gemacht. Du meinst die, achso, das ist ein Nebencharakter, der hat kein Bild verdient. Genau. Ja, die Zeichnung meinst du? Genau, die Zeichnung von ja, dir. Ja, die sehen hübsch aus. Das ist dieses typische Japanische. Ja, klar. Okay, was? Was steht da? Pool of Purity under Construction, secretly no trespassing. Okay. Also darfst du noch nicht entlang. Lang. Okay. Ja gut, ich würde eigentlich schon sagen, also ich finde gerade keine neue Mission, tut mir leid, Leute. Aber ich denke, ihr habt letztendlich trotzdem genug von dem Spiel gesehen, finde ich persönlich. Also es sieht hübsch aus. Es spielt sich auch eigentlich ganz okay. Ich denke, da ist sogar Potenzial drin in dem Spiel. Das ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 20 Euro im PlayStation Store ist die Vollversion. Wenn euch das interessieren sollte, so japanische Spiele, schaut euch mal an. Guckt euch, genau, Rollenspiel, japanische Rollenspiele. Schaut es euch an. Ladet euch, sag mal, die Demo mal runter oder direkt das ganze Spiel. Und ja, mehr kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Ja. Du noch was? Nö. Also Nö. Ich kann dir da voll und ganz zustimmen, was du gesagt hast. Was muss ich noch loswerden. Und zwar, du hast ja diese wunderschönen Zeichnungen angesprochen, ne? Mhm. Weißt du, woran mich das erinnert? Ich weiß nicht, ob du es kennst. Moment, hier. Hier, diese Zeichnungen. Mhm. Hast du überhaupt schon mal so ein Japano-Rollenspiel gespielt? Gespielt selber nicht, aber ich, woran mich das zum Beispiel auch ein bisschen erinnert, ist, Tokio... Wie hieß denn das noch? Tokio Dark? Genau, Tokio Dark. Ja. Habe ich ja auch mal reingeguckt und daran erinnerte es mich, weil, aber das ist ja typisch für japanische Spiele, ja. Dass sie so kleine Zeichnungen daneben haben, um auch die Gefühls-, also die Mimiken darstellen zu können, weil wenn du sie jetzt so im Spiel selber siehst, erkennst du sie ja nicht gerade, was sie für eine Mimik macht und dann machen die das ja gerne. Ja. Aber selber gespielt habe ich so japanische Spiele noch nicht, nee. Also Tokyo Dark
würde mich mal interessieren, ob das für die PS4 kommt. Wenn ja, würde ich das gerne Let's Play, weil das ist bestimmt richtig fett. Die Vollversion, ja, wenn die irgendwann mal rauskommt. Woran mich aber jetzt die Zeichnungen tatsächlich erinnert haben, waren an, okay, ich habe jetzt gerade eine ganze Zeit nachgedacht, wie das Spiel heißt. Ich habe leider total vergessen. Wenn es mir einfällt, erwähne ich es bei einem späteren Part mal und weise auf dieses Video hin. Ja, leider nicht mehr, aber ich schätze, ihr kennt auch jede Menge Spiele, wo solche Zeichnungen zum Beispiel vorkommen, um allein eben den Charakter noch ein bisschen darzustellen, bildlich, um teilweise so Gefühlslagen darzustellen. Und ich finde das eine sehr schöne Methode. Ja, auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part Random Wednesday mit der Mrs. Nerd Girl. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne und bis demnächst nochmal. Plain Talk kommt ja jetzt auch bald. Ja, stimmt, Plain Talk, yay! Es existiert noch, ja! Ja, die Mrs. Nerd Girl hat leider momentan halt immer sehr viel zu tun. Richtig, Bachelorarbeit steht an und deswegen muss ich da leider die Prioritäten setzen und sagen, ja, ich muss ja daran arbeiten. Ist ja verständlich. Aber freut euch schon wieder auf die nächste Folge Play and Talk, die auf jeden Fall rauskommt. Vielleicht ist sie ja schon online. Werd mal sehen. Schaut euch auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt. Bis jetzt gibt es dann auf jeden Fall 2 Folgen auf jeden Fall. Vielleicht jetzt schon die dritte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei Play and Talk, bei What the Fail und beim nächsten Random Wednesday. Arrivederci! Auf Wiedersehen!